Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Ymir. Der Khadka hat gerade einen Angriff zu befürchten. 50 Barbaren rennen auf seine Hauptstadt zu. Ich hoffe natürlich nicht, dass diese 50 Barbaren ihn nicht raiden, sondern übernehmen wollen, weil das wäre kritisch. Nee, sie wollen mich raiden. So, da gehen wir jetzt mal in Schweinfurt rein nach der abgeschlossenen Jagd. Positionieren strategisch unsere Truppen wieder natürlich in den Schutzkegel des Forts. Das empfehle ich jedem, der das Spiel spielt. Denkt dran, eure Truppen immer in die Defense Zone zu stecken. Khadka kann auch ein Lied von singen, glaube ich. Was zur Hölle? Was passiert? Die sind aus irgendeinem Grund, sind die durch... Was? Durch die Mauer gebackt, die Gegner. Und die waren auf einmal auf der anderen Seite der Mauer und haben meine Einheiten platt gezogen. Echt? Ja. Ich habe meine komplette Armee verloren. Plus... Oh nee, ne? Plus lauter Militärleute. Kann es eventuell sein, dass eine Lücke in der Mauer war? Weil ich hatte das auch... Nee. Das sah bei mir einfach nur so aus, dass die so liefen, als wären sie drin. Dabei waren sie es nicht. Nee, die waren ja sonst sind sie auch immer in der Mauer stehen geblieben und kamen nicht rein. Ich habe deine Mauer seitdem nichts, also noch nie was geändert. Ja, die können da ja nicht rüberklettern, oder? Weißt du, was ich meine? Also die werden da ja nicht rüberklettern können. Ach du Scheiße. Ja, so leicht kann es einen reißen, da. Wir müssen jetzt mal kurz was gucken wegen Community-Wert. Update die Gebäude und baue nichts Neues, weil wir einfach keine freien Arbeiter haben. Deswegen bringt es mir gerade nichts, neue Gebäude zu bauen. Also Produktionsgebäude. Es bringt einfach nichts. Wir müssen updaten. Es ergibt zum Schluss mehr Sinn, als wenn ich jetzt, was weiß ich, eine Mine baue. Oder kann ich ja nicht. Irgendwas anderes. Jetzt haben wir die gesamte Halbinsel hier geupdatet. Das sieht dann schon besser aus. Schön ist, auch diese großen Gebäude können wir dann neu verlegen, wenn es geht. Oh, das klingt nicht gut, Khadka. Bist du krank? Nee, eigentlich nicht. Keine Ahnung. Jetzt habe ich 21 offene Jobs. Boah, ich hatte das auch mal. Und ein Wachstum von minus 0,6. Ja, ich, wie gesagt, das hatte ich auch schon mal. Richtig übel. Richtig unangenehm. Richtig heftig. Ich habe jetzt gerade auch ein Wachstum. Du meinst Growth, ne? Oder Active? Growth. Ja, ich habe minus 0,7 die ganze Zeit schon. Also ich bin die ganze Zeit im Minus. Trotz Häuser, die wir updaten... Life-Quality müsste eigentlich bald besser werden sogar. Gesundheit auch. Aber ich hab das rentiert sich gerade nicht in Form von dem Wachstum. Ist voll schade eigentlich. So, wir haben jetzt hier zwei Dorfbereiche. Ach ja, und für die Leute, die Interesse haben zu erfahren, wie es mit unserer Übersetzung aussieht. Wir haben derzeit aktiv ca. 7 Übersetzer, die alle unterschiedliche Dateien übersetzen, wenn sie die Zeit haben. Und werden bald die ersten Testläufe durchführen. Das heißt, es kann sein, dass wir hier ab und zu dann... Also,
Wir testen das natürlich intern, aber es kann sein, dass die Community die Welt der Spiele dann bald einen ersten Download für die deutsche Sprachpaket anbietet. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen oder nicht. Das wäre auf jeden Fall toll. Katka ist dann einer der ersten Versuchsobjekte. Ja, passt schon. So, also ich werde es inaktiv setzen, aber ich werde ein bisschen die Produktion von Karotten steigern. Das heißt, hier ist alles Fertility 3, hier auch, hier können wir überall Karotten anpflanzen. Perfekt. Ganz, ganz, ganz perfekt. Ach, Forschung. Wollen wir vielleicht was forschen? Ich weiß ja nicht. Ich würde gern forschen, aber ich kann nichts forschen. Ja, ich könnte, aber es bringt mir einfach noch nichts. Noch nicht so sehr auf jeden Fall. Hey, ich habe nicht genug Wissen frei. Ach, das ist dein Problem. Ja. Der Herr hat zu viel Wissen. Richtig. So ein kleiner Angeber, ne? Ich bin schon überlegen, ob ich mir zwischendurch einfach was vergessen soll. Also es werden weniger bei mir gerade. Super ärgerlich. Jetzt haben wir schon minus 1,3. Warum bloß? Also ich finde, das ist immer noch zu wenig durchsichtig. Also ja. Man macht wirklich alles, um das hinzukriegen. Ich habe ein Plus von Nahrung, ich habe Plus von Essen. Ich werde jetzt einfach mal was anderes machen. Ich werde sagen, Äpfel sollen sie nicht mehr lagern. Und Karotten erstmal auch nicht mehr lagern. Das heißt, mal gucken. Wir müssten eigentlich gleich minus 3,1 stehen. Ja, jetzt steht das auch. Das heißt, jetzt kriegen sie noch mehr Nahrung, die gar nicht mehr gespeichert wird. Also das darf direkt verbraucht werden. Vielleicht wirkt sich das ja irgendwie aus. Auf alles. Sind die Vital Needs jetzt nur noch 68%? Was ist denn jetzt passiert? Ah, jetzt. 93. Alter! Weißt du, was das für einen Unterschied machte? Was? Ich habe jetzt fast 100% Needs erfüllt. Selbst die Hunter sind jetzt grün. Ich habe ein Wachstum von 5,8. Weil ich habe immer gesagt, die sollen die stacken, also die sollen Nahrung speichern, damit wir die anpflanzen können. Ja, ja. Das habe ich jetzt ausgeschaltet und jetzt ist das ja richtig krass. Wow. Jetzt ist ein Wachstum da. Heieiei. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und ich habe im Moment auch zum Glück wieder ein klein wenig Wachstum, aber okay. Noch nicht genug. Ich werde jetzt aber mal etwas anderes bauen. Und zwar, weil wir ja ab und zu Tiere fangen, werde ich so ein Tierlager hier unten hinsetzen. Da kann dann einer rein. Dann haben wir wenigstens Tiere. Schon mal gelagert, dass die nicht verschwinden. Weil manchmal bringen sie von der Jagd dann doch mal welche mit. Und wir machen noch was anderes. Die disbanden wir mal. Wir hätten jetzt 8 inaktive. Davon geht einer hier rein, dann haben wir 7 aktive, inaktive, die wir als Soldaten einsetzen können. Ach nee, jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht, ne?
Ja, das ist so, dass ich denke da nicht drüber nach. Ich habe jetzt einfach was gemacht, was mir in den Sinn gekommen ist. Wenn du Truppen auflöst, die was im Inventar haben, verschwindet das im Inventar. Habe ich gelesen. Das ist noch ein Fehler. Okay. Das heißt, ich kann das jetzt auch erstmal auf inaktiv schalten. Ja, gut. Das war mal wieder typisch so ein Zigaro-Ding. So. Jetzt geht Vital Needs wieder etwas runter. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir Karotten aufgebraucht haben. Ja. Ja, circa. Ne, weil Äpfel aufgebraucht wurden. Aber ist nicht schlimm. Trotz allem haben wir Plus an Wachstum. Ah, das heißt, die nächsten gehen auch in Armee. Sodass die Loyalität weiter steigt. Ich bin jetzt schon auf 57 Loyalität hoch. Richtig stolz. Nicht schlecht. Wir haben auch wieder 6 Hämmer. Ein bisschen Holz. Wieso eigentlich so wenig Holz? Wo geht das ganze Holz rein? Wahnsinn. Die Industrie verlangt 3,2 Holz. Sind das die hier? Nee. Die verschwenden Holz. Ach, 16, 24, ja. Die allein 2,4. Wer verbraucht noch Holz? 2,4. Ja, das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Welche Industrie verbraucht denn Holz? Die Pötter, ne? Die Pott-Typen. Das sind, glaube ich, ein paar. War denn alles hat Holz verbraucht? Also die Pottery auf jeden Fall. Was waren Javeliners? Also die Werkzeugtypen? Stimmt, der Waffenschmied. Hier ist der, den habe ich hier gebaut. Das ist ein hässlicher Baum im Weg. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Ja klar, wie viel haben wir denn davon jetzt im Übrigen mittlerweile? 13 Stück. Ja klar, Speere. Javeliners und die Pötter, die verbrauchen Holz beide. Ja. Gefunden. So. Jetzt ist dieser Wachstumsschub auch schon wieder aufgehalten. Das war's schon wieder. Aber im Moment muss ich eigentlich gar nicht rumlaufen. Im Moment könnte ich einfach meine Bevölkerung sich selbst vermehren lassen. Und nach und nach könnte ich dann die Häuser updaten. Ja gut, ich habe keine Steine und kaum noch Holz. Also das ist jetzt auch weg. Das heißt, ich bräuchte eventuell von dir vielleicht bald im Laufe der Zeit nochmal ein paar Steine. Ja, also nach dem Angriff wird das mal schlecht. Ja, natürlich. Aber das wäre auf jeden Fall so eine Sache, die ich noch brauche. Ja. Denn Steine kann ich einfach hier nicht produzieren. Kann ich nicht. Das geht nicht. Ich müsste eine zweite Siedlung gründen und mit welchen Familien soll ich das machen? Geht ja. Nicht. Also ich habe in meinem Zweitdorf schon eine Staatskultur von über 100 und ich kann die immer noch nicht abziehen. Also es ist alles blau? Ja, nicht komplett, aber die ist schon auf 100. Also ja, vielleicht muss alles blau sein, ich weiß nicht. Ja. Hier ist was Rotes.
seltsam. Ja, also ich glaube, das mit dem Wachstum, das dauert gerade noch ein bisschen hier. Ja. Uiuiui, okay. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Klar, ich könnte mit den Truppen rumlaufen, aber... Nein, ich habe meine ganzen Nahkämpfer gegen Javeliners getauscht jetzt. Also eine Armee hier drin haben, weißt du? Ja. Das ist ja auch nicht gerade unwichtig. Das ist eigentlich, kann ich jetzt nur warten. Warten, bis sie mehr werden. Ab und zu Wohnhäuser updaten. Spätestens dann updaten, wenn eine kleine Steinfuhre mal vorbeischaut. Und dann? Oh, 64. Gab es jetzt hier einen? Ah, doch, der müsste. Habe ich jetzt hier einen mehr drin? Nee. Hm. Wasserproduktion ist auch eigentlich perfekt. Wir haben ein leichtes Wachstum hier. Ich verzeichne ein leichtes Wachstum. Ja. Du auch? Aber nur ganz leicht. Ich habe jetzt mittlerweile eine Average Life Quality von 10. Okay. Trotzdem boomt es auf jeden Fall hier nicht. Um es mal einmal so klarzustellen. Es boomt nicht hier. 71 Säue. Denen geht es eigentlich recht gut. Warum sind die eigentlich grün? Ja, ich weiß gerade gar nicht, was wir machen sollen. Keine Produktion, nichts. Also ich bin schon fast so weit zu sagen, dass wir es dabei vielleicht belassen sollten. Und wir uns nächstes Mal wiedersehen. Bei Ymir. Und Khadgar versucht mal sein Dorf jetzt in den Griff zu kriegen. Und ich versuche einfach hier mehr Leute zu bekommen. Und dann schalten wir nächstes Mal wieder ein, wenn hier sich ein bisschen was getan hat. Bis dann wünsche ich euch noch alles Gute. Haut rein. Tschüss.